Hallo Tada! und herzlich willkommen. Tada! Wir sind Ja. zurück an unserer komischen Lazarettstation. Ich Genau. habe immer noch ein Bein gebrochen. Wir Und ich habe hoppeln immer hier noch Hunger. rum Und und. der wird alle 5 Minuten ohnmächtig und keiner gibt ihm Schnaps. So, Ja. Mädels, ich stehe hier quasi im östlichen Bereich an diesem Tor. Da kann ich auch was machen mit dieser Doppelpfeile. Ja, Bin mir noch nicht mit. sicher, ob ich das Tor öffnen soll. Nee. Ja, Kannst du es öffnen? Geht das? geht. Mit Solltest G war du. das, ne? Solltest du nicht machen. Mit dem Aber ey, Mausrad. ich hab jetzt alle Lazarettzelte hier durchsucht, ne? Nix. Und in keinem ist auch nur ansatzweise irgendwelcher Loot drin, ey. Das kackt Ist mich überhaupt an. irgendwo was drin? Ja, Soll ich da das jetzt sind aufmachen oder nicht? irgendwelche Tragen und so sind da drinnen mit irgendwelchen zugedeckten Leichen, ja. Oh, ich bin wieder ohnmächtig. Oh, der ist. Auf den ist auch kein Verlass hier. Ja, ich brauche was zum Essen. So, hier ist kein Dixie, hier ist ein Dixie-Klo, kann ich auch nicht rein. Ich robb mal weiter. Ihr Mach wart mal da bei den Robben, dem. ne? Ja, nach Hause robben. Ah. Ihr wart bei der Antenne, ne? Ja, wir sind hinten Hinter der am Ende. Antenne, da ist so ein Tor. Wir sind ganz am Ende durch. Da steht der Zombie, den sehe ich. An so einem Tor. Ich Gut, warte bin mal, ich wieder robb jetzt mal da. hier rein. Aha. Oh, warte, 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 hier liegt irgendwas. Sehr gut, immer her. Hoffentlich das Richtige. Bockwurst und Morphium. Auch ich bin wieder ohnmächtig. Madden, der geht mir auf den Sack. Keine Schreihölzer? Kann ich dich Aber. eigentlich ausrauben, wenn du ohnmächtig bist? Ja, du kannst an meinen Rucksack ran, da kannst du jederzeit ran. Na toll, was soll das denn? Hier ist ein Ständer mit AKs, weißt du, und ich kann keine nehmen, oder was? Wie doof ist das denn bitte? Alpha, eindeutig Alpha. So, ich mache jetzt das Tor auf Lampi. Fühlst du dich in der Lage, 2 Minuten durchzuhalten? Ich hoffe es. Aber du bist sicher, dass du drauf haben kannst, weil ich Ja, hier. Ah, ja, da ist es doch. auf. Okay, komm, auf geht's. Kriegen wir das Na auch wieder toll. zugemacht? Ja, aber bringt eh nichts. Ja, Leute, Spannung, Spannung, Spannung hier. So, kommst du mal her? Ich bin da. Dann mach den mal weg da. Wieso kann ich das jetzt nicht wieder zumachen? Die Bratwurst glöckle zockt Mach auf. Daisy. Ja. Hä? Wie bist du denn jetzt durchgekommen? Ja, durchgekrochen. Auf alle vier mit kaputten Beinen. Ich brauche Morphium. Oh, hier liegt noch so ein Typ in der Gegend drum rum. So, soll ich das Tor hier mal aufmachen? Nee, warte mal, wir kriegen hier nicht durch, hier irgendwie. Meinst du, es geht durchs Tor hauen? Ja, dann kipp Ja. da um. Hat der was? Hat da was oder hat da nicht? Er hat natürlich nichts. Ich mach das andere Tor auf. Ja. Du musst mich beschützen. Kriegen wir das jetzt wieder zugemacht? Das ist doch gar nicht auf. Na klar, hier ist es auf. Also bei mir zeigt das nie an, ich muss es mir immer selber aufmachen. Ja, dann komm durch hier. Ist der Wahnsinn. Wenn die Zombies sich das nicht selber aufmachen können, brauchen wir nicht zumachen, ne? Nein. Ah, ist ein Zombie, da versuche ich mal So, ich habe ranzukrabbeln. zugemacht hier. Ja, den Zombie Okay. mach mal bitte weg. Oh, warte. Oh, warte. Oh, hier sind zwei. Oh, warte. Was ist das hier? Machst du den platt? Danke. Jo. Also wir sind jetzt in der Nähe von der Antenne, eigentlich genau drunter. Warte mal, was habe ich denn hier? Morphium. M240 Rounds? Nee, ne? Ja, das ist 762er, glaube ich, ne? Hm. M240, die Saw. Ich habe eine Bandage gefunden. Was habe ich hier noch? Oh. Die kannst du nicht essen. Ich habe eine Glock. Eine Glock nimmst du. Oder eine G17. Geht Hier liegt eine auch. Leiche von irgendeinem so Typen. Ja, ich weiß. Die Geht nur das. NN-Magazin, brauchen wir nicht Painkillers? Brauchen wir noch Painkillers? Ne. Ich hab noch ein paar. Du musst. Also, auch wenn Du, man. hier steht einer bei mir. Boah. Siehst du denn, wo der ist? Machst du den bitte kalt? Ach, An da der hinten ist Flagge da hinten. direkt. Antenne Richtung Flagge, direkt unter der Flagge steht einer. Antennen. Ach, da. Was ist das denn? Ach so, die Viecher spawnen hier unter den Türmen. Ich könnte den jetzt einen Headshot verpassen, aber ich will Munition sparen. Ich komme. Ich muss mich bloß von hinten anschleichen. Wo bist du denn eigentlich? Ich? Hinter diesem Tarnnetz. Ach, da bist du.
Ganz schön clever ich bin. Oh, jetzt hat er uns. Bei Yoda gelernt ich hab. Oh, da hat er dich. Und da kommt noch einer. Scheiße! DMR. Der ist vorbeigelaufen. Braucht keiner von euch, ne? Ja, was für eins? Mich, was? Die haben mich gefixt. Also. Oh, jetzt. Was für ein Magazin? Oh, ich bin ohnmächtig. Oh, wo bist du? Du brauchst auch gar nicht. Ja, du brauchst auch gar nicht weiter hinten drin, weil Martin ist schon auf der anderen Seite, wo wir reingekommen sind. Achso. Martin, hast du denn was mitgebracht, was wir gebrauchen können? Ich bin immer noch am Durchsuchen. Auf den Türmen hier gibt's immer was. Achso. Hier ist zum Beispiel, glaube ich, ein Magazin für deine. Ja, dann her damit. Sind da Zombies? Kann ich zu dir laufen? Ach nee, ich kann ja nicht laufen. Komm. Scheiße. Komm, wir kriechen da jetzt hin. Nee, bin wir ich da. Ich was ist eigentlich mit dem Zelt hier links von dir, Lampi? Oh, ich habe hier noch eine Map. Warst du hier schon drinne? In diesem komischen abgetarnten Zelt schräg gegenüber? Bestimmt. Mann, ist das spannend hier. Ja, oh, ich halte es kaum aus. Magazin für deine. Ja. Hier liegen. Achso, hier ist das Ding, wo du sagst. Hier liegt auch Dynamit und sowas rum. Hier ist das, wo du sagst, hier liegen die ganzen AK-47 rum. Genau, und du kannst keine aufnehmen. Mhm, und Dynamit und sowas alles. Ja. Warte mal, also seid ihr gerade in dem Zelt? Gut, dann komme ich da mal hin. Dann ja, wir kriechen da gerade raus. Ja, ich sehe euch. Gut. Ich kriege euch entgegen. Können wir eigentlich aufstehen? Mhm. Da ist noch ein Turm, Martin, da, wo ich gerade hingucke. Da oben liegt war ja auch noch so ein Typ. Auf dem rechten Turm, ne? Also von mir aus gesehen jetzt rechts. Warte mal, ich lege erstmal da, wo ich hinkrieche. Hin. Da liegt oben noch eine Map zum Beispiel drauf. Und selbst wenn man ein Bein gebrochen hat, kann man glaube ich trotzdem, also kannst du trotzdem die Teile hochklettern. Ist zwar Alpha, ne? Wart ihr hinten? Ist erstmal egal. Wir müssen uns aber langsam beeilen, weil mein Essen wird langsam rot. Ja, meins wird auch orange. Ich könnte ja hier bleiben und mich erstmal postieren und ihr könntet ja gucken, ob ihr was findet, weil ihr seid ja total gehemmt durch mich jetzt. Ja, ich renn mal rüber zum Flughafen und durchsuch da mal alles. Ich geh mal nochmal hier oben auf die Türme rauf. Ich will mal gucken, ob sie. Warst du an dem Turm, wo ich hier hinten bin? Ja, da ist noch eine Karte oben. Jetzt, ich meine nicht den da an der Fahne, den anderen hier. Ah ja. Ja. Ach, da spawnen die Dinger drunter. Was ist das denn? Musst du aufpassen, ja. Haben sie dich erwischt oder was? Nö, nö. Ja, aber ich kann ja drauf gehen, da kann ja jetzt keiner hochkommen, wa? Nee, Leitern können die Zombies nicht hoch. Doch, können die. Ach, echt? Ja, habe ich schon erlebt. Wollte mich mal auch über Leiter mich retten, aber da kamen die nachher auch die Leiter hoch. Ich würde sagen, das war ja nichts, wir müssen weiter in die Stadt. Ich habe hier ja 240er, hier warst du und Empty Camp of Soda. Kann ich die 240er jetzt nicht in meinen Rucksack packen, falls ich einen 240er finde? Ja. Oh, ich habe nochmal ein Magazin für deine gefunden. Glaube ich zumindest, dass das. Und wie kriege ich jetzt was in den Rucksack getan? Auf den Rucksack klicken, Open Pack und dann rüberschieben. Open Pack. Achso, und jetzt kann ich den da. Jungs, wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Hier ist nichts. Hm. Sag mal, 30 Rounds STANAG. Ja? Und Stankmagazin. Ja. Das brauche ich. Wo ist das? Habe ich hier bei mir. Und SD, was heißt das? Keine Ahnung. Das muss große, kleine und große Magazine müssen das sein. Weil ich hatte vorhin 6er Magazine. Okay. Warte mal, dann versuche ich jetzt mal noch auf den anderen Turm hochzukommen. So, und wenn es geht, schnell. Hier liegen auch 30 Rounds AK. Ihr hattet doch vorne eine AK. Ah, okay. Haben wir nicht mehr.
zu weit weg. Na toll, Alter, da findest du schon mal so ein Feldlazarett und jetzt kein Morphium, ey. Ja. Ja, wir müssen sehen, dass wir nach Tschernobyl, nach Tscherno ganz schnell kommen. Ja. Ey, ihr müsstet eigentlich alleine los, weil ich kann ja, was soll ich da mit euch machen hier? Alles Gute. Daddy, dafür ist es. Dafür ist es das Game, Mann. Oh mein, ich muss aber langsam mal kommen. Ich komme gleich. Bertrand, du kannst ja schon mal losrobben. Wir kommen ja nach. Immer diese Straße lang. Da ist einer unter mir. Was macht der da? Du hast gespawnt. Warte, ich entsorge ihn mal. Ey. Er ist tot. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Jetzt bin ich ohnmächtig. Oh. Mit so einer Eieruhr. Scheiße. Was ich mache, da muss ich so ein Bandage nehmen, ne? Sag nicht, du bist gestorben. So eine Eieruhr habe ich hier. Mach nicht so eine komische Geräusche, das warst du bestimmt. So, jetzt muss ich Bandage nehmen. Genau. Wo habe ich denn die? So, ich habe hier komplett verschwommen alles, aber das gibt sich hoffentlich gleich, ja? Plus minus. Ja. Wackelt das? Verschwimmt das? Und sind mal die Painkillers. Na, jetzt geht's. Ich habe auch so ein komisches Symbol da. Über meinen gebrochenen Knochen. Oh, sag nicht, du bist jetzt infiziert. Und mit irgendwas. Krabbelt schon mal los. Wir müssen in die Stadt, wir müssen ins Krankenhaus. Definitiv. Marin, du musst langsam auch mal kommen. Ja, ich komme ja schon. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu Berti, damit ich ihm noch seine zwei Magazine geben kann. Ja, sehr gut. Dann bin ich sofort bei dir. Wir sind jetzt am Ausgang schon. Also ich gehe jetzt raus, da wo ich reingekommen bin. Ja, ich folge. Ich bin hinter euch. Oh, feines. Voltage. Das Problem ist, wir brauchen jetzt Bertram am Krankenhaus, weil er kann bloß die Scheibe zerschießen. Er könnte mich ja ausrauben, wenn ich tot bin, aber ich würde schon das gerne behalten. Was wollen wir da jetzt erst der Stromleitung hinterher oder wie machen wir das jetzt? Ja, immer jetzt geradeaus. Der Stromleitung hinterher, denke ich mal, ist erstmal gut. Ich gucke hier gerade auf die Karte. Haha, ich sehe euch krabbeln. Sehr schön. Lass uns mal links von der Straße, dann kommen wir noch an der Tankstelle vorbei. Vielleicht ist ja da was drin. Da war ich nämlich noch nicht drin. Ja, das ist das Gebäude da hinten, worauf ich zukriege. Seid ihr hier durch die Stacheldrahttore gegangen oder wie? Ja. Ja, kannst du auf und zuklappen. Echt? Ach, Open Door. Hallo? Open Door? Ja, vielleicht siehst du es ja zu den Häusern. Vielleicht ist ja da irgendwo was. Ja. Habt ihr die hinter euch wieder zugemacht? Ja, na klar. Warum? Wenn wir die Zombies hier hinterher kommen. Ach. Lass doch mal die anderen Mitspieler hier in ihr Verderben rennen. Nein. Außerdem haben wir schon den Daniel heute schon dreimal gekillt, von daher. Also Daniel Dussel spielt das Spiel, glaube ich, nicht mehr lange. Alter, robbt nicht so lange. So weit weg. Hab ja noch viel für euch. Ja, dann warte. Dann musst du kurz aufstehen und ein bisschen. Komm, weiter robben. Er kann ja aufstehen noch. Ich stehe ja, nicht auf. Wir sehen ja auch keine. Wir sehen keine Zombies. Ja, siehst du welche? Ich sehe momentan keine. Warte mal, rechts. Ich zoome mal auf das Haus. Doch, er hat welche. Er ist am Arsch. Ach so, ja. Na, okay, hat er Pech. Aber dieses Haus ist scheiße. Da kommen wir nicht rein. Ja, ja, deswegen. Aber da steht, glaube ich, eine Hütte, wo man gucken kann. Da, wo wir ihr seid jetzt bei den Strommasten da, ne? Ja, genau. Bei den Telegrafenmasten. Geradeaus immer weiter, ich sehe dich. Telegrafenmaste und hier, wie heißt das Ding? Lampe. Gleich an der Straße dran. Ne? Lampi ist unter der Lampe. Nee, das ist auch kein Schuppen, wo wir reinkommen. Wie siehst du das auf die Entfernung? Hast du hier irgendwie so Terminator-Augen oder was? Ja, nee, man sieht das nachher nach einer Zeit. Was für Häuser, wo man reinkommt. Ja. So, und kriegt man einen Terminator-Blick mit der Zeit. Ja. Ah, ich tue auf eure Ärsche. Dann lass uns mal hier gleich über die Straße rüber robben. Denn auf der anderen Seite kommt nachher die Tankstelle. Da kommen wir definitiv rein. Ja, das, ja, die sehe ich ja auch schon auf der Map. Das wäre unsere erste Station, wo wir Glück haben könnten. Was ist denn das da hinten für ein weißes Gebäude, so leicht links von uns? Das ist der Hangar.
Beziehungsweise vom Flughafen das Gebäude noch. Ach so. Bist du dir sicher, Lampi? Ja. Ach ja. Gut, ja, ja. Sind wir rübergerobbt, ja. Das sind die letzten Gebäude da. Da war aber nichts. Da war ich ja schon zum Anfang. Ja, Martin hat ja noch zwei Magazine. So, warte mal. Kann ich mich jetzt schon hinhocken? Ach, na toll. Der läuft direkt neben mir her. Soll ich mal draufhalten? Ich habe ja wieder ein bisschen Munition. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin jetzt bei der Lampe. Ach so, da, ja. Da hinten seid ihr. Jo. Da soll ich auf den mal draufhalten, aber den sehe ich kaum. Nee, lass mal. Weiter. Wir sind jetzt links an den Bäumen. Hm. Immer weiter. Irgendwann kann er schon aufstehen wieder. Aber ich würde uns ja. Ja, du mit deinem Aufstehen, haha. Jetzt ist dieses komische Symbol weg, was ja noch war. Das ist bestimmt hier, weil ich da runtergesprungen bin. Warum kommt hier eigentlich so dramatische Musik? Hört ihr die auch? Ja, die kommt immer ab und zu zwischendurch, sodass du nochmal ordentlich einen Schreck kriegst. Ah. Vor allem, es gibt auch so eine schöne Musik, wo das anhört, als wenn er irgendwie ein Zombie in der Nähe ist. Ja, hätten sie auch Share anmachen können, dann hätte ich auch einen Schreck gekriegt. Ja, genau. Ich hab euch gleich. Ja. Hier so eine richtige Disco-Fever-Musik hier, passt doch. So, ich versuche jetzt einfach mal aufzustehen, vielleicht klappt's ja. Ich kann's nicht. Oh. Ja, der Bestbewaffnete hat wieder nix hier. Er kann nix. Wisst ihr was, ich schlage euch jetzt einfach von hinten mit dem Beil tot. Die ist ja eh fast am Verrecken. Du kannst, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja. Martin, du müsstest auf mich aufpassen. Hallo, ich müsste mir noch einen Gordons anmischen. Warte mal, bleib mal stehen. Warum? Bleib mal stehen. Dann kann ich dir gleich mal deine hier Stange-Dings geben. Achso, Stange Eis. Da und da. Und ich hätte gern, hier liegt jetzt noch 30 Rounds. Was mache ich denn jetzt hier weg davon? Ich hau mal das Gem Light weg hier, dieses Chemical Light oder was das ist. Ja, das braucht man eben. Das ist ein Kriegslichter oder sowas, ne? Wasserrettung. Mhm. So, jetzt hab ich's mit. So, jetzt habe ich auch 30 Schuss hier wieder drin, sehr gut. Und hier liegen so Chemical Lights hier, diese Knicklichter. Das ist à la Rambo, weißt du? Ach, an der Straße ist ein Zombie, direkt am Haus da. Auf der anderen Straßenseite vom Haus, aber genau rechts von uns. Das ist blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Ah, so, und ich mache mir jetzt erstmal, ne, noch einen Gordons. Warte mal. Also ihr müsst auf mich aufpassen, ich krieche. Ja. Hast du eigentlich genug Munition jetzt? Ja, 30 Schuss und noch ein Magazin. Ich denke mal, ich habe irgendwo bei 40, 50 Schuss momentan. Braucht 3, 4 Schuss pro Zombie. Wenn du hast, erledige der Zombie, dann können wir mal gucken, vielleicht hat er ja was zum Essen dabei. Oder sogar ein Feuerzeug, aber das glaube ich mal ganz stark nicht. Ja, warte mal, ich muss erst mal gucken, wo er ist. Erstmal mache ich den Schnaps wieder zu mir. Warte mal, ich versuche den mal mit der Glock zu töten. Was hast du eine Glock? Vor mir. Ja, eine G17. Das ist fast wie ein Battlefield hier, muss ich mal so sagen. Muss man respawnt nicht so schnell. Und reviven kann man auch nicht. Die macht ja überhaupt keinen Lärm. Nein. Ich hab's nicht gehört. Angekrabbelt. Ja, soll ich ihn fertig machen? Nö, ja, ich hab ihn. Mann! Sieht man. Mann! Ja? Alter, wie viel hält der denn bitte aus? Oh, da kommt noch einer. Noch einer. Okay. Alter, fick dich. Hab ihn. Der andere kommt da auch noch hochgekrochen. Den macht ihr fertig, ne? Ja. Spar ich Munition. 23 Schuss halt noch. Willst du mich verarschen? Wie viel geht denn in diese Typen rein? Ja, meine Glock, 9mm Paare. Nicht viel. Nochmal 19. Toll. Haben die alle nix dabei? Nee. Kotzen. Ja, aber echt. Ja, die Glock ist ja voll von Arsch, Alter. Ja, ist erstmal egal, hauptsache du hast was. Ja. Weißt ja nicht, wie die auf den Banditen wirkt, weißt du, wenn du den über den Haufen haust. Eben. Ja, jetzt müssen wir nur einen haben hier, so ein Daniel, aber ein bisschen besser ausgestattet, wie wir vorne erwischt haben. Martin, renn doch schon mal vor zur Tankstelle. Sag mal, seht ihr das auch, dass das hier so lodert und brennt beim Wald? Ja, das habe ich vorhin auch. Ah, okay. Ich sehe es nicht. Lampi, wo bist du jetzt? Da. Alter, guck mal, was aus dem Haus rauskommt.
Was da gerade gespawnt ist, ein Monster, ey, Zombies. Okay. Los, also weiter. Hier. Ah, toll. Let's Krieg, nicht Let's Play, sondern Let's Krieg. Der eine hat mich schon wieder getriggert. Was, aus der Entfernung? Tatsächlich. Ja. Also, es ist. Ja, echt krass. Haust du den schon kaputt? Ja, warte mal. Ich hab sonst. Hast du ihn? Hab ja. Ihn. Ich hatte drauf gezogen oder drauf gezielt. Ach, Empty Tin Can. Ah, schon hier. Naja, die saufen auch alle raus, ne? Wo ist denn die Tanke? Ja, links von der Straße. Ja, ein Stück weiter. Das müsste nachher gleich kommen. Gut. Wird nicht mehr so weit sein, eigentlich. Alter, ich habe auch nur noch 6,5 Liter. Ja, ich habe noch 8. Bei mir geht. Ist gut jetzt? Gesundheit, Mann. Mann, wir nehmen auf für die Weltöffentlichkeit und du liest hier rein. Schneiden. Ja, Fleisch haben. Wir schneiden ist doch verboten jetzt. Hier wird nichts geschnitten. Da kommt unzensiert alles hier rauf. Also Fleisch haben wir ja genug, wir müssen bloß ein Feuer finden. Ja, eben. Ja, letztens hattet, als ich euer Dings geguckt habe, euer Let's Play, da habt ihr gesagt, oh hier Feuer, ich mach mal fix einen Pum. Ja, da hatten wir Feuerzeug. Da hatten wir können wir nicht im Wald gehen, ein Stück Stock nehmen und so weiter? Ja, na, wir haben ja eine Axt. Und mit der Axt ist es ja auch kein Problem, Feuerholz sich zu looten, aber... Feuerholz habe ich sogar schon dabei. Ja. Holz hast du dabei, ja, das erzählt. Also hier ist weit und breit keine Tanke. Doch, da muss eine kommen. Da kommt aber warte eine. Warte mal, ich höre schon wieder Glocken. Haha, wenn deine Frau das sagt, dann passt das. Das ist doch scheiße. So. Da vorne ist die, wenn man hier so rauf starrt, wird man irgendwie besoffen, weil die Bäume sich so bewegen. Wie ist das komisch? Das ist irgendwie ganz komisch verzerrt, ne? Ja, ja. Habt ihr, ich hab Bewegungsunschärfe rausgenommen, weil das ganz schön nervt. Ja, das könnte sein. Ich hatte alles auf hochgestellt, weil das Spiel ja nochmal 3 Jahre alt ist. Da kannst du ja mittlerweile auch schon mit den Taschenrechner spielen. Ich habe das mal rausgenommen, weil es doch gar nicht stört. Aber ich glaube, Bertram, du brauchst auch Painkillers, weil er mir das glaube ich anzeigt. Als ich eben bei dir in der Nähe war. Painkillers habe ich, soll ich mal einfach einen vornehmen? Ja, nimm mal einmal, weil er mir hat das eben angezeigt, als du vor mir gekrabbelt bist. Warte mal, wenn du in die Ego-Perspektive schaltest, ne? Hast du denn so ein Zittern? So, jetzt habe ich Painkillers genommen. Oh, jetzt zeigt er mir das auch nicht mehr an. Also, gut, also danke für den Hinweis. Oh, muss was gewesen sein, ja. Wenn ich so stinke, nehme ich dann auch Painkillers, dann rieche ich besser, ne? Also, ich habe noch davon genug. Wir brauchen die unbedingt sparen. Ah, du bist ja scheiß Suchti, Mann. Ja. So. Also, ich bin bei die Tanke. Und bitte lass ein Feuer sein. Ja, wir brauchen Feuer und wir brauchen einen scheiß Morphium, Mann. Ja. Ich könnte mich ja auch in der Tanke verstecken und würde mal noch eine halbe Stunde aushalten oder so. Dann könnt ihr mir fix Morphium holen. Weil ich bin euch echt ein Klotz am Bein hier. Stimmt. Martin, du hast jetzt eine Knarre, ne? Ja. Damit können wir die Tür zerschießen. Dann können wir schon mal vorrennen. Dann lassen wir Bertram jetzt hier weiter hoppen. Ja, warte mal, ich will erstmal in der Tanke gucken, weil wir brauchen dringend ein Feuerzeug. Ne? Ja, Nahrung brauche ich auch. Ja. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Steaks. Hauptsache, die vergammeln dir nicht im Rucksack. Nee, das tun wir zum Glück nicht. Das so, ich komme jetzt vorgerannt. Wenn du hier bei DayZ das genauso machen könntest wie bei, na, sag mal schnell, Minecraft. Du tötest einen Zombie und kriegst Rotten Flash. Ach so. Ja. Soll ich euch mal was sagen? Na? Ich krieche. Ja. Und ich renne jetzt vor. ETF? Nix? Was ist das? Scrap ich Metal, bin ohnmächtig. Nee. Hier ist gar nichts. Warte, ich bin gleich da bei dir und dann abzut. Hier sind nur irgendwelche Teile fürs Auto. Oh, Mark. Damit kann ich. Das kenne ich mir mit aus. Boy und Moped. Oh nein, haben sie mich gesehen? Boah, fuck, ey. Gut, also ich bin im Wald oberhalb von der Tanke. Zombies oder Gegner? Nee, keiner. Wie jetzt? Warum hast du ab?
Ja, nein, da wären Zombies gewesen, aber die haben mich nicht gesehen. So, warte, ich bin Gut. jetzt Höhe Tanke gleich. Dann gehen wir gemeinsam zum Krankenhaus. Oh, warte mal, ich muss mal was trinken, sonst verdurste ich gleich. Jetzt im Real Life? Nee, nicht ganz. Du Lampi, und wenn es mit der Knarre nicht funktionieren sollte, ne? Ich habe immer noch meine Granate. Ah, ja. So, wo bist du? Ne, wo Ich bist sehe du? dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Survivor Martin, über dir. Hi, ne? Komm, auf geht's. Just Krankenhaus. one moment in time. Please insert lead here. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich mal kurz vorlaufen. Warte mal kurz, ich mache mal die Karte groß, damit wir gleich mal gucken können, wo was genau ist. Ich sehe einen Schmetterling. Genau, und jetzt bleib mal noch kurz stehen. Sehe ich dich noch? Hä? Wo bist du denn jetzt? Da. Gut. Und dann kommen wir jetzt auf mich zugelaufen. Dann mache ich jetzt Please insert Musik hier. Sehr gut. Das macht schon wieder dramatische Disco-Musik. Ja, bei mir auch. Ey, dieses Flackern am Horizont geht mir so Das auf den nervt, Tanz, ne? ne? Ist ja schön und gut, dass wir unseren Zuschauern ein Tagesspiel zeigen können, aber Mali, wo bist du? hier, Ach, da unter bist dir. du. So, jetzt wird's gleich interessant. Nehmen wir dann morgen eine Videokamera und nehmen mal unsere Pokerrunde auf. Haha. Genau. Dann kann ich da Let's zwischendurch so play eine Real Poker. Trollfaces Ja, reinschneiden. aber, ja. Ich glaube, manche Tage hätten wir es schon machen sollen. Wir wären so geil drauf, ey. Ja, Geht gar auf nicht. jeden, ey. Die Sprüche kannst du auch nicht jedem servieren. I like big butts and I cannot lie. Nee, deswegen nicht. Ich renne gerade hier hinter Lampi hinterher. Ach so. So, jetzt sind wir bei der Hochspannung vorbei. Wirklich gerade. Das sah so aus, als wenn da gleich ein Krankenhaus direkt an der Straße ist. Da ist eine Hubschrauberabsturzstelle. Vorsichtig, hier wurde ich vorhin getötet. Hier muss Das, was du irgend. brauchst. Hier mu ich, ich weiß nicht, ob hier irgendwo einer Ich sitzt. bin ohnmächtig. Dann lass uns links außen rum. Ja. Was ich gerade auf der Karte sehe, ist, ihr habt doch vorhin nach einem See gefragt, ne? Und nördlich geht eine Straße raus aus Oh, diesem da habe ich. Tschernau-Dings da. Ja. Also, ich bin dann in 3, 4 Tagen an so einem See, wenn ich hier weiterkrieche. Martin, wo bist du? Ach so, ich bin hier oben. Komm mal weiter hier hoch, Lampi, bitte. Wo? Ach, da, okay. Weil ich bin vorhin unten lang gelaufen und da hat Und mich wurde. irgendeiner. Naja, genau so ein Flug ist ja immer so schön. Da ist Ich das meine, Umspannen. ich mein, an den Hubschrauberabsturzstellen soll es richtig gutes Loot geben, ne? Ja. Aber ganz schön riskant, ne? Vor allem jetzt sind wir so dicht wieder am Krankenhaus. Ja, eben. Also ich bin immer noch nicht an der Tankstelle, falls es euch interessiert. Ah, oh, das ist schon mal gut. Also noch nicht. Ich sehe sie noch nicht mal. So, das ist diese Straßenkreuzung von da vorne. Da müssen wir noch ein ganzes Stück weiter und da hinten muss das Krankenhaus sein. Lampi ist der schnellste Junge der Welt. Du bist noch in meiner Nähe? Ach, da ist er. Ta ta ta. Da vorne liegt ein Zombie tot rum. Ich glaube, ich habe die Tankstelle im Sichtfeld. Ich brauche noch ungefähr 1,5 Stunden. Ist ganz schön warm hier. 42 Grad zeigt der Pass Thermometer. auf, rechts sind Zombies. War es von der Tankstelle? Nee, Oder? du nicht. Ich meine jetzt Martin. Ja. Ach so. Wie weit sind wir noch von links entfernt? Hinter diesem Hügel. Hier liegen überall tote Zombies rum. Da müssen wir aufpassen. Ich sehe einen Zombie am Bahngleis gegenüber von der Tankstelle, aber das interessiert euch erstmal nicht. Alter, Alter, hast du gesehen? Ein Zombie hing am Glockenseil. Oh, ich bin ohnmächtig. Ey, auf dich hast du keinen Verlass. Lampi, du, wie du hier so liegst, ne? Junge, 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 Hinter Junge. diesen Häusern ist Dingsbums.
Das Krankenhaus? Mhm. An der Tankstelle sind 4 Zombies. 5. Definiere mir hinter diesen Häusern. Genau, andere hinter den Häusern auf der anderen Seite. Ist dieses Gebäude, was da vorne ist? Hm. Da diese Ecke? Hm. Das ist das Krankenhaus. Okay.